Feiern im Großformat, so haben es die österreichischen Maturanten am liebsten. Rund 20.000 Jugendliche werden binnen 3 Wochen an die türkische Riviera gekarrt. Je nach Veranstalter kostet der Spaß zwischen 900 und 1.000 Euro pro Woche. Dafür gibt es rund um die Uhr Programm und wem danach ist, auch Erholung. Mit der Event-Matura-Reise wurde der Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist der Zahn der Zeit. Das ist genau das, was sich diese Zielgruppe wünscht. 3 Hotelanlagen in der Türkei nimmt Dunkel für die Maturanten in Beschlag. Mehr Sport, weniger Alkohol heißt das Motto, auch wenn es nicht immer bei den Maturanten ankommt. Das Geschäft mit den Maturreisen jedenfalls zahlt sich aus. 13 Millionen Euro hat Marktführer Splashline heuer umgesetzt. Ein leichtes Plus von 2%. Auch die Konkurrenz schläft nicht. Mit X-Champs sind heuer mehr Maturanten in den Süden gefahren als im Vorjahr. Für das kommende Jahr gibt es schon die ersten Buchungen. Reiseziel Nummer 1 bleibt weiterhin die Türkei, auch wenn dort die Preise steigen. Event-Matura-Reisen, die sind also der Zahn der Zeit, wie wir gehört haben. Der nagt normalerweise und das nicht zuletzt an den Klimaanlagen deutscher Züge. An Tagen wie heute macht das Reisen zur Qual.